Ja, hallo zusammen. Heute möchte ich euch nochmal bei mir aus dem Hausflur begrüßen. Es geht wieder mal um diese Treppe hier. Jetzt bin ich aber endlich ein Stück weiter und kann euch auch mal endlich was zeigen. Und zwar, hier auf der Seite ist die ganze Verkabelung jetzt eigentlich schon soweit fertig. Sehen tut ihr davon nicht sonderlich viel, das versteckt sich alles natürlich auf der Rückseite. Einzige, was man hier sieht, sind LED-Stripes. Die kann ich hier auch so schön abziehen. Da habe ich auf der einen Seite so ein JST-Stecker, einen zweipoligen dran, und die LEDs sind jetzt alle einfach erstmal aufgerollt. Das hat einfach den Hintergrund, dass ich hier mit dem Flur noch nicht fertig bin. Die Wände müssen noch gestrichen werden, die Decke werde ich dann wohl auch nochmal streichen, das Geländer muss nochmal neu gemacht werden. Deshalb habe ich das Ganze jetzt erstmal nur provisorisch aufgebaut, um auch zu gucken, dass wirklich alles so funktioniert vor Ort, wie es soll. Der rote Punkt ist mein Helligkeitssensor, ist so auf der Mitte ungefähr etwas drunter, weil da hinter euch ist die Haustür. Das heißt, da kommt so ein bisschen Licht rein, damit der noch erkennt, ist noch genug Licht im Raum. Dann, wie ihr seht, die Treppe tut auch gerade nichts, ist hier alles erstmal aus. Wenn es nachher dunkel genug ist, dann schaltet die sich dann über diesen Sensor automatisch an. Am unteren Ende und am oberen Ende ist jeweils ein Bewegungsmelder, die zeige ich euch gleich auch noch. Und das Herzstück des Ganzen, der Arduino, der verbirgt sich hinter der Treppe. Ich würde sagen, da fangen wir jetzt einfach mal an. Ich zeige euch mal, wie das ganze Chaos jetzt so im Hintergrund aussieht. Ja, hier sind wir jetzt unter der Treppe. Das hier ist das ganze Herzstück der Anlage. Hier haben wir die Steckdose. Einmal ist da drin ein USB-Netzteil, was hier über das weiße Kabel den Arduino mit Strom versorgt. Hier haben wir noch ein 12-Volt-Netzteil angeschlossen. Das versorgt dann die LED-Stripes. Die sind hier alle über die schwarz-roten Kabel angeschlossen. Ich nehme euch dafür mal kurz aus dem Stativ. So, hier die ganzen schwarz-roten Leitungen. Die führen alle jeweils zu den Treppenstufen. Also einmal geht es hier nach oben und einmal hier nach unten. Hier hängt auf jeden Fall an jedem dieser zweiadrigen Kabel hängt eine LED-Stripe. Die grauen, etwas dickeren Leitungen, das sind vieradrige, weil ich drei Adern für jeden Bewegungsmelder brauchte. Da habe ich dann direkt eine Telefonleitung genommen, eine fertige. Und nur am Ende die Stecker bzw. Buchsen angelötet. Die Leitungen zu den LEDs, die roten Adern sind alle sofort an den 12-Volt-Anschluss hier oben fest angelötet. Das heißt, die bekommen dauerhaft eigentlich den Strom von dem 12-Volt-Netzteil sofort durch. Und die schwarzen Adern sind hier jetzt nicht direkt an den 12-Volt-Anschluss angelötet, sondern dazwischen hängt noch an jeder Leitung einer dieser Transistoren. Die sind ja auch durchnummeriert. Das sind auf jeden Fall 16 Stück, für jede Stufe einer. Und die Transistoren kümmern sich halt darum, ob der Stromkreis zu den jeweiligen LEDs geöffnet oder geschlossen ist. So, die Transistoren sind hier auf der kleinen roten Platine am Arduino. Ich habe da jetzt einfach mal so ein Mini-Steckbrett drauf geklebt. Die sind hier jetzt alle angeschlossen. Hier sehen wir das Etikettenwirrwarr. Hier haben wir also die 16 Leitungen von 0 bis 15. Und zwar sind die alle angeschlossen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Da. In der Mitte, das sind Schieberegister. Und zwar zwei Stück hintereinander. Die habe ich jetzt einfach in Reihe geschaltet. 2x8 Bit. Damit kommen wir genau auf 16 Ausgänge. Und an jedem dieser Ausgänge hängt, wie gesagt, einer dieser Transistoren. Und so habe ich jetzt die Möglichkeit, über diese drei Pins, die steuern die Schieberegister. Darüber kann ich jetzt gezielt die einzelnen Stufen ein- oder ausschalten. Hier haben wir den Helligkeitssensor, der die ganze Zeit überprüft, kontinuierlich, wie hell der Raum derzeit ist und ob das Licht überhaupt benötigt wird oder nicht.
Sprich, wenn der sagt, es ist noch hell genug, dann passiert hier auf dem ganzen System sowieso gar nichts. Hier hängen noch die zwei Bewegungsmelder dran. Ja, das wäre es eigentlich hier von der Verkabelung schon. Ich würde sagen, ich führe euch das Ganze jetzt mal eben noch vor. Ja, hier sind wir jetzt wieder an der Treppe und zwar wieder auf der Vorderseite. Ich habe mich jetzt extra mal schon hier in die Ecke gehockt, euch mal da unten in die Ecke gesetzt. So seht ihr mal die ganze Treppe berghoch. Oben ist zurzeit natürlich dunkel. Hier unter meiner Hand, ungefähr da, müsste der Bewegungsmelder sitzen, falls ihr den erkennen könnt. Ich zeige euch den nachher nochmal aus der Nähe. Das heißt, sobald ich jetzt hier rumgehe, erkennt er mich und schaltet die Treppe an. Oben am Ende sitzt noch ein zweiter Bewegungsmelder. Wenn ich dann gleich oben angekommen bin und der meine Bewegung erkannt hat, bleibt noch 3 Sekunden die ganze Treppe aktiviert, damit man noch Zeit hat, zur Tür zu kommen oder halt das Licht oben einzuschalten. Die Zeiten sind im Sketch frei definierbar. Ich zeige euch einfach mal, wie das Ganze jetzt aussehen würde. Jetzt ziehen die 3 Sekunden. Das Ganze geht aus. Wenn ich jetzt wieder zurückkomme, dann läuft die ganze Treppe auch genau entgegengesetzt, also immer, ich sag mal, in Laufrichtung. Wieder die 3 Sekunden. Und dann kommt das Ganze wieder hinter mir her. So, aber ich wollte euch noch den Bewegungsmelder zeigen. Und der sitzt hier unten. Oben habe ich das gleiche Konstrukt nochmal. Guck mal, ob ich das etwas besser beleuchten kann. So. Dieser Bewegungsmelder, der hat da extra noch so eine kleine Aussparung, wie ihr seht. Oder genauer gesagt, sitzt da drunter eigentlich eine komplette Kuppel, die ich aber größtenteils hier verdeckt habe mit dem Gehäuse. Das hat einfach den Grund, wenn ich jetzt hier neben der Treppe stehe, so wie ich jetzt stehe, möchte ich hier in dem Bereich halt nicht, dass die Treppe angeht jedes Mal. Also hat man das Ganze so reduziert, dass er eben wirklich nur den Winkel hier rüber vor der Treppe erfasst. Ja, so viel von mir in meinem Treppenbeleuchtungsprojekt. Ich würde jetzt erstmal hier den Flur und so weiter alles fertig machen, die Treppe verschalen, zusehen, dass das Büro oben auch endlich nutzbar wird. Wenn ich soweit bin, dann werde ich mich sicher auch wieder mehr auf so Bastelprojekte konzentrieren können. Wenn euch diese Themen Haussteuerung, Automatisierung, alles rund um Arduino so ein bisschen interessieren, abonniert mich einfach mal. Vielleicht findet ihr auch den einen oder anderen netten Hinweis. Wenn euch irgendwelche Sachen noch einfallen, immer gerne unten in die Kommentare. Ja, hier geht's Licht aus. Dann sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal. Ciao!